zu einem einführenden Gang zu unserem Symposium in der Vorlesung Gegenwartsarchitektur. Worum es in diesem ersten Clip vor allem geht, ist, wie haben wir das gemeint, dass die Frage der Gegenwart, die ja das Thema der Vorlesung ist, dass das eigentlich die schwierigste Frage wäre, mit der wir uns beschäftigen wollen. Das hat damit zu tun, Sie kennen die Schlagworte, Informationsflut, Internet, Medienvielfalt, Diskursformate, aber auch in den letzten Jahrzehnten die Dominanz des sogenannten Linguistic Turns, dass man über alles sprechen soll. Wir werden in einem weiteren Clip darauf kommen, was eine spezifische, fast schon Sprachfeindlichkeit in der Architektur hervorgebracht hat, woher das kommt, wie man das verstehen kann. Im Zentrum steht aber, dass uns sozusagen durch die reine Zugänglichkeit von Daten und von Informationen, von dem, was Architekten heute schaffen, was sie in der Geschichte geschafft haben, was es für Gebäude gibt, wie darüber nachgedacht wurde, Bücher, Texte, Filme, Fotografien, Berichte, alle diese Dinge wirbeln und kreisen in eine Art dichter oder dicker Gegenwart. Ja, also die Gegenwart ist nicht mehr, man kann die Gegenwart nicht mehr so einfach als einen Punkt in der Zeit beschreiben, wo wir im Moment gerade stehen. Es ist aber, das muss man vielleicht auch sagen, nicht so, dass Gegenwart früher einfacher zu bestimmen war, als das heute der Fall ist. In der Gegenwart kann man eigentlich immer nur etwas präsentieren, was ja nicht da ist. Ja? Sobald man den Moment versucht festzuhalten, ist man schon im Nächsten. Ist man schon im Nächsten. Es gibt also komplizierte Fragen in Verbindung dazu. Und ein Bild, was ich Ihnen von Anfang an mitgeben möchte, ist dieses hier. Dass wir Informationen, dass wir Wissen, dass wir Vorstellungen von Architektur zum Beispiel als eine Art Klima oder Atmosphäre oder Wetter, Wetter, das in verschiedenen Lagen unterschiedliche Geschehen erzeugt, begreifen können. In diesem Klima jetzt stehen wir notwendigerweise jeweils in einer Gegenwart. Und was ich Ihnen zu vermitteln versuche, ist, dass man aus einer Position in der Gegenwart vor allem dann sprechen kann, wenn man es schafft, sich in dem Wirbel aufzurichten, eine Ruhe zu finden, anfangen kann, bestimmte Dinge, die ja immer wieder kommen, zu spotten, festzuhalten, Muster darin zu erkennen, diesen Mustern eine Tiefe geben zu können im größeren Kontext und so weiter. Es ist das Bild des rechten Winkels. In einem anderen Clip werde ich ein Gedicht, interessanterweise ein Gedicht von Le Corbusier vorstellen, mit genau diesem Titel, das Gedicht des rechten Winkels. Um diese Haltung oder der Wunsch, Haltung finden zu können, nicht Position zu nehmen, ja, sondern eine Haltung in einem Geschehen einnehmen zu können, etwas weiter ausführen. Aber lassen Sie uns etwas konkreter werden. Man könnte ja, denkt man, einfach über die Architektur in der Gegenwart zum Beispiel einen Überblick verschaffen, indem man etwa die Preisträger der letzten Jahre studiert. Ich könnte Ihnen vorstellen, kommentieren, erläutern, wer diese Preisträger sind. Man könnte daraus versuchen, Muster zu finden, Themen zu abstrahieren. Der Claim damit wäre aber, dass ein Kanon damit verbunden ist, also eine Art Verbindlichkeit als Vorbild, die ja jede Gegenwart eigentlich neu erfinden muss. Das heißt, ich will Ihnen gerne die Aufmerksamkeit für diesen Kontext mitgeben. Schauen Sie sich selber um, machen Sie sich vertraut, finden Sie heraus, was Ihnen gefällt, was Sie interessant finden, was Sie wichtig finden. Ebenso Online-Medien. Es gibt vielleicht insbesondere zwei Blogs,
wo sie in größter Fülle Neuigkeiten, Trends, Wettbewerbe, Themen, Errungenschaften, eindrückliche Vorstellungen, Interviews, Porträts in und um die heutige Architektur finden. Eines davon ist ArcDaily. Sie finden es unter dieser Adresse. Es gibt einen Newsletter, den Sie abonnieren können. Ebenso die Scene. Das ist etwas in gewisser Weise noch etwas größer gefasst, weil es nicht so stark oder nicht so klar zwischen Architektur und Design unterscheidet. Beides Quellen, um sich mit der heutigen Zeit auseinanderzusetzen, in einer Weise, wo Sie Ihre Haltungen finden können. Eine andere Quelle, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist eine Reihe von Kurzinterviews, aber es sind nicht wirklich Interviews, sondern die Autoren von diesem YouTube-Kanal interviewen seit ungefähr 10 Jahren Persönlichkeiten, die sie interessant finden, mit immer den exakt genau gleichen 5 Fragen. Das heißt, sie haben ein Spektrum von mittlerweile, schätze ich, ungefähr 80 oder 100 gegenwärtig lebenden Architekten, Kuratoren, Architekturtheoretikern, die alle zu den gleichen Fragen sehr pointiert und sehr kurz Haltung beziehen. Darüber sprechen, wie sie verstehen, was Architektur ist. Auch daher könnte man natürlich sozusagen Ihnen eine Auswahl zeigen, die besonders repräsentativ sein soll. Doch genau dies soll nicht im Zentrum von der Vorlesung stehen. Wir möchten das Feld öffnen und Ihnen aber zeigen, wie man da drin stabil stehen kann. Wie man darin stabil stehen kann, ist etwas, was natürlich oft und eher auch mit Architekturtheorie verbunden wird. Und hier können Sie schon sehen, das Problem, von dem ich rede mit der Gegenwart, das ist nicht eines, anders gesagt, das ist eines, mit dem sich sehr viele beschäftigen. Es gibt eine Sammlung von architekturtheoretischen Anthologien, das heißt Sammlungen von Quellentexten, aber auch eine Art Enzyklopädien der verschiedenen Strömungen, die von Harry Francis Mulgrave herausgegeben werden. Was hier interessant ist, ist, dass die moderne Architekturtheorie von ihm für einen Zeitraum eröffnet wird zwischen 1673 und 1968. Ja, das ist interessant. Was für ein Begriff der Moderne spricht daraus? Wenn wir uns das Inhaltsverzeichnis anschauen, dann geht es um einen Streit damals, das war im 17. 18. Jahrhundert, zwischen den sogenannten Antiken, les anciens et les modernes. The quarrel of the ancients and the moderns ist das Schlagwort. Das heißt, die Selbstbestimmung davon, was modern sein möchte, war von Anfang an ein Claim. Das war von Anfang an etwas, was man nicht einfach beschreiben konnte, sondern man muss es in gewisser Weise herbeireden. Und was das beinhaltet, die Aktualität der eigenen Gegenwart von Bedeutung zu machen, das ist wichtig, wenn wir über Gegenwartsarchitektur nachdenken. Heute genauso wie im 17. Jahrhundert. Dann geht es weiter, es bezieht selbstverständlich die Aufklärung und der Neuklassizismus mit in die Moderne hinein, den Historismus genauso wie die spezifische Schule der deutschen Architekturtheorie im 19. Jahrhundert und so weiter. Es ist also ein Begriff der Moderne, der nicht mit Bauhaus oder Werkbund anfängt, sondern der größer gedacht ist, der in einem umfassenderen Sinn historisch und philosophisch gedacht ist. Eine andere Anthologie, ebenfalls zu moderner Architekturtheorie, setzt den Rahmen etwas anders. Er beginnt mit Texten zwischen 1871 und 2005. Ich will Sie gerne neugierig machen, darauf selber zu schauen, warum denn exakt
diese beiden Daten, ja, wieso nicht 2010, wieso nicht 1997, wieso 1871 und nicht 95 oder irgend so. Diese Festsetzung, die sind fast notwendigerweise arbiträr und es ist genau das, was es interessant macht. Wenn wir also jetzt in dieser Anthologie schauen, dann haben wir eine Art andere Organisation. Wir haben einen ersten Teil, der umschrieben ist mit einem frühen Modernismus. Hier geht es vor allem auch um die Arts and Crafts Movement, also ums Handwerk, ums Kunsthandwerk, spezifisch in Großbritannien. Es geht um Reformen. Ja. Und diese Reformen sind, das können Sie aus den Titeln von diesen Beiträgen sehen, es geht um eine neue Art von Eigenheim. Es geht um eine spezifische Ausprägung davon, was ein Renaissance Chamber, ein Renaissance Raum genannt wird. Es geht um die Koexistenz von Kunst in einem einfachen Lebenshaus. Es geht um soziale Gruppierungen, um soziale Veränderungen, die sich ergeben. Es geht ums Aufkommen der Geschäfte, der Shops. Es geht um Ausstellungen. Es geht um neue Geschlechterrollen. Es geht um eine neue Freiheit, die sich für Frauen eröffnet. Es geht um ein neues Verhältnis zur Natur. Es geht um bestimmte und besondere Interessen für andere Kulturen, die noch wenig bekannt sind damals. In einem weiteren Kapitel geht es ebenfalls um Reformen, aber Sie sehen, darauf möchte ich auch unter anderem hinaus, Reformen jetzt in den Vereinigten Staaten. Wir haben also durch jede Organisation der Kapitel eine geopolitische Kartierung, ja? Also Architekturtheorie aus diesem Zeitraum ist nicht nur eigenartig präzise als Zeitraum gefasst, sondern es ist geopolitisch verortet. Also nach Nationalstaaten, nach Nationalitäten, nach Kontinenten, nach Kulturkreisen. Die Reform also, so die These bei dieser Gliederung, hat sich in den Vereinigten Staaten anders entwickelt als auf dem Kontinent. Wir haben aber ähnliche Themen hier. Wir haben die Schönheit von Eigenheimen, wir haben moderne Formen des Wohnens, wir haben eine Art Gegenwartsbestimmung, what are the present tendencies in architectural design in Amerika. Wir haben allgemeine Reflexionen über Amerika, wir haben die Frage des Ornaments, wir haben die Frage eines letzten Wortes in Bezug zu den Weltausstellungen, die aufkommen im 19. Jahrhundert. Weltausstellungen war etwas enorm Wichtiges, weil es zum ersten Mal einen Raum geschaffen hat, wo Dinge aus der ganzen Welt zusammengefunden haben. Also an einem Ort Güter aus der ganzen Welt, möglichst aus der ganzen Welt, versammelt sind und zum Kauf angeboten werden. Das gibt ein völlig anderes geopolitisches Selbstverständnis, wo man sich befindet. Es geht ums Verhältnis von Sinnlichkeit oder Emotionalität und Intellektualität. Dann geht es in einem weiteren Kapitel, was ja begriffliche Underpinnings. Underpinnings sind sowas wie, sind nicht Grundlagen, aber sowas, was im Untergrund wirkt oder so. Was im Untergrund des deutschen Modernismus wirkt. Er identifiziert Raum, Form, Realismus. Unglaublich große, unglaublich alte und unglaublich abstrakte Begriffe, die also im Untergrund wirken sollen von diesem Neuanfang, was der Modernismus claimt. Wir finden hier nicht nur Texte von Architekten, sondern auch von Philosophen. Es geht um Ästhetik. Was ist ästhetische Bildung? Es geht um Nietzsche, einer der provokantesten Philosophen im 19. Jahrhundert, der gesagt hat oder der wegweisend war dabei, der Kunst in der Wissenschaft oder im Verhältnis zur Wissenschaft eine ganz spezielle Rolle zuzuschreiben.
Es geht um Instrumente, es geht also um eine um Technik, es geht um Optik, es geht um Optik. Sie können sich vorstellen im Hintergrund die Erfindung von Fotografie, die Erfindung von bewegtem Bild. Daher auch die große Breite der Themen, also dass die Ästhetik insgesamt wichtig wird. Dann ist die Frage nach Typen. Moderne, gibt es moderne Typologien? Gibt es Typologien, die spezifisch modern sind? Also die diese gesamten gesellschaftlichen und industriellen und ökonomischen Veränderungen, die passieren, verkörpern können? Wir ignorieren das, dass wir den Clip nicht neu machen müssen. In einem zweiten Teil ist diese Anthologie, es geht immer um verschiedene Zugänge, wie man Architektur in der heutigen Gegenwart fassen könnte, einrahmen könnte, greifen könnte, bestimmen könnte, geht es darum, die Bewegung der Moderne, also die Moderne als Bewegung zu fassen. Es geht darum, bestimmte Institutionalisierungen zu identifizieren. Die Wagner-Schule hier in Wien, der Deutsche Werkbund. Es geht um die Fragen, die dahinter stehen. Es geht um die Ziele, um die es geht. Es geht um die Werte und um die Weisen, wie Werte verhandelt werden. Die Fragen wiederum der Kunst, des Ornamentes. Dann geht es darum, wie diese gleichen Entwicklungen außerhalb vom deutschsprachigen Sprachraum, elsewhere in Europe, verhandelt werden. Ja, es geht um Italien, es geht um die Niederlande. Wiederum die Frage nach Reform, der Möglichkeit, friedfertig Reformen realisieren zu können oder auch revolutionär in anderen Zugangsweisen. Es geht um die Industrialisierung. Es geht darum, wie kann die Architektur spezifisch mit Industrialisierung umgehen. Dann geht es wieder geopolitisch, also Europa hinaus in die Vereinigten Staaten, Chicago, der Westen. Es beginnt die Frage des Environments aufzukommen. Grundlegend wird wieder gefragt oder immer noch gefragt, was soll eigentlich Architektur sein? Wie ist das Verhältnis zu Craft? Wie ist das Verhältnis zum Engineering? Wie ist das Verhältnis zur Technik? Sie sehen, es geht weiter. Sowjetischer Konstruktivismus, dann geht es um spezifische Strömungen, kann man vielleicht am besten sagen. Stile würde zu viel sagen. Es geht immer um die Frage, wie kann diese Neuerung, wie kann dieses Neue begriffen werden. Ja, wir haben Le Corbusier sehr stark repräsentiert. Die Frage, kann man in einem Kollektiv entwerfen, kann man in einer sozialen Körperschaft, kann man kreativ tätig sein? Nicht als einzelner Autor, sondern allgemein. Das ist eine Frage, die sehr stark mit der Arbeitsteilung, der Industrialisierung und diesen neuen Berufsrealitäten verbunden ist. Ja, ich kann Ihnen über alle diese Themen selbstverständlich hier nicht mehr als einen vagen Geschmack geben. Was mir aber wichtig ist, Ihnen zu zeigen, ist, dass Architektur eigentlich immer die ganze Welt bedeutet. Ja? Also in der Architektur zu einer bestimmten Gegenwart wird immer die gesamte Welt, wie sie sich am Verändern ist, woher man sich absetzen möchte, wohin man sich entwickeln möchte, alle diese Fragen spielen zusammen und finden Ausdruck auf sehr unterschiedlichen Ebenen, ästhetischen, industriellen, ökonomischen, politischen, kulturellen, auch biografischen Schichten, könnte man sagen.
Ein weiterer Index, Sie sehen, das ist wieder vom gleichen Autor, das ist nicht, weil, das ist nicht, weil ich denke, er wäre der Einzige, sondern einfach, weil es eindrücklich ist, was für eine ja, fast schon Vielzahl oder Flut an unterschiedlichen Kompilationen von Theorie und Architektur er zusammengestellt hat. Das heißt, das ist deswegen interessant, weil es unterschiedliche Weisen sind, genau unsere Frage nach dem Format zu stellen. Das heißt, nicht primär davon auszugehen, dass es einen Kanon geben kann, der das repräsentiert, aber auch nicht anzustreben, dass man ohne Kanon kann, ja? Sondern verschiedene Formate, verschiedene Umgangsweisen bündeln, exakt zusammenstellen und Inhalte danach zu organisieren. Dieses dritte Buch, das ist das letzte, was ich Ihnen zeigen möchte von ihm, entfaltet jetzt ein Spektrum zwischen 1968 bis zur Gegenwart. Und Gegenwart heißt in diesem Fall, das Buch war, glaube ich, irgendwie 2010 oder so erschienen. Wir können schnell nachschauen. 11, ja, genau. Worum es hier geht und wie das organisiert ist, ist jetzt sehr viel spezifischer. Ja? Es gibt also so etwas wie einen thematischen Auftakt. Man könnte sagen, das ist ein Hinweis darauf, dass dieses Buch versucht, eine Gegenwartsarchitektur thematisch zu umreißen, zu umfassen. Vorangestellt als Prälude, das ist eine Art Vorspiel, werden zwei Themen, respektive drei Themen. Einerseits das Verhältnis zwischen Technik und Ökologie. Andererseits, was waren die Beweggründe, was war das Rumoren unter dem, was wir als moderne Architektur kennen. Und drittens, der Moment 1968. Was ist 1968 passiert? Sie werden das vermutlich von Ihren Eltern kennen. Soziale Reformen, anderes Verständnis der Pädagogik, anderes Verständnis der Geschlechterrollen, anderes Verständnis, andere Werte in Bezug zur gelebten Sexualität, zu Familienstrukturen, zum Intellekt, zu Erlebnis, Drogen. Es war die Zeit, wo die, jetzt weiß ich den Namen nicht, die Halluzinationsstoffe Konjunktur hatten. Es ist aber auch die Zeit, wo die Kybernetik beginnt, enorm groß zu werden. Ja, Kybernetik, das heißt Computer, das heißt eine Art, nicht Delirium, aber eine Art gelebte Virtualität, die in den Internetzen, ja, also Internet ist noch zu früh, aber die durch die Kommunikation stattfindet. Und dann der erste Teil gliedert sich jetzt nach Personen zum Teil, aber vor allem auch nach Themen. Ja? Abstrakte Themen wie die Krise von Bedeutung, dann frühe Postmoderne. Eine andere Präsenz von Modernismus, dann Postmoderne im Verhältnis zu, was sich kritischer Regionalismus nennt, dann Traditionalismus, neuer Urbanismus, dann gab es ein Jahrzehnt oder so, wo die Theorie geboomt hat, ja? Wo die Theorie sexy war, das ist anders als es heute der Fall ist. Das ging zusammen mit dem Aufkommen von den sogenannten poststrukturalistischen Theorien und dann die dekonstruktivistischen Theorien. Aber Sie sehen in diesen thematischen Gliederungen, da sind ganz viele Ismen. Ja. Also seit 1968, wo dieses vielleicht zeitaktuellste von den Büchern, die ich Ihnen hier vorstelle und auch denen, die es gibt in solchem Überblick, haben wir den Versuch, verschiedene Strömungen zu gliedern. Ja, also es gibt keine Klassen, es gibt keine Ordnungsstruktur,
die festhalten würde, was passiert, sondern man versucht, Ströme zu greifen. Denken Sie wieder an das Bild. Ja? Man versucht, Ströme zu greifen, Mustern zu erkennen. Vorschläge von solchen Mustern können wir einen Ismus nennen. Und interessant wird es natürlich, wann eine solche Musterbildung beginnt, als Schule wahrgenommen zu werden. Das heißt, wenn man sich nicht mehr bewusst ist, dass das Muster sind, die man versucht zu greifen, sondern dass es ganze Lehrgebäude bedeutet, dass es bestimmte Theorien, die fixiert sind, die selber kanonisch werden, impliziert. Also der Umschlag von einem Ismus, von diesem lockeren, unsortierten, auch chaotischen oder suchenden Erneuerungsströmungen werden rigide, versteinern, verlieren ihre Lebendigkeit. Weiter geht's mit ähnlichen Strömungen. Womit er endet, ist mit Themen, die uns heute alle noch viel vertrauter sind, als er es damals wissen konnte, 2011. Die Frage der Nachhaltigkeit, die Zentralität der Nachhaltigkeit, des Recyclings. Und hier wiederum, ich möchte Ihnen dieses Bild wirklich in der größten Komplexität nahelegen. Was die Nachhaltigkeit ja heißt, ist ein Kreisen von Dingen, ja? Wie das Recycling. Das heißt, die Stoffe sind in einer Art Kreislauf, wo sie in unterschiedliche Formen sich materialisieren und wieder transformieren in andere Formen. Und was vielleicht die größte Herausforderung von unserer Zeit ist, ist, dass in Bezug zu Nachhaltigkeit und zu Recycling und zu Klima ganz viele der Denkformen, nach denen wir uns orientiert haben, wenn wir versucht haben, Sinn zu stiften oder Orientierung zu finden, nicht greifen. Ja? Also wir sind uns gewohnt, im Muster von etwas geschieht, es hat eine Konsequenz. Es gibt eine Linearität in der Entwicklung. Und diesen Linien müssen wir versuchen zu folgen, dann wissen wir, wo wir stehen. Alles, was mit Sustainability, Ökologie, Nachhaltigkeit, Klima zu tun hat, und auch die gesamte Informationstechnik ist heute so. Es ist nicht mehr jemand, der jemandem etwas sagt, sondern Information ist da. Ja? Wir klicken uns rein ins Internet, wir surfen, wir halten uns auf, temporär, wir gehen an andere, wir sind an vielen Orten gleichzeitig und so weiter. Alle diese Dinge sprechen von exakt diesem Bild. Und wie man darin ein Gefühl oder eine Stabilität, eine Haltung finden kann für die Gegenwart, das beschäftigt eigentlich alle Disziplinen, alle Diskurse heute, aber ganz speziell vielleicht eben auch die Architektur. Eine andere Weise, sich für die heutige Gegenwart eine Art Gefühl zu verschaffen, wäre zum Beispiel, sich an den großen Biennalen zu orientieren. Ich habe hier eine Webseite aufgerufen. Ah, Moment. Gehen wir zur Biennale. Ich habe hier eine Webseite aufgerufen, die sich auf die Biennale von 2018 bezieht. Die Biennale ist ein interessantes Format, weil die verschiedenen Länder jeweils einen Pavillon in Venedig haben. Die Kuratoren geben ein Thema vor, die verschiedenen Länder wählen Architekten aus, die dann in Venedig im Pavillon quasi ihr Land repräsentieren können. Sie sehen wiederum die geopolitische Konnotation von Architektur. Es sind also 63 Länderpavillons und das Thema war von den verschiedenen Pavillons. Also das übergeordnete Thema von den damaligen Kuratorinnen war Free Space. Ja? Free Space. Wie kann man Raum als Freiraum denken? Die unterschiedlichen Pavillons haben das interpretiert. Österreich mit einem Pavillon, der Idee gefolgt ist, dass Gedanken Materie formen. Sie sehen die Symbolik von diesem Titel. Es geht wiederum um alles. Gedanken formen Materie. Sie sehen das Vorkommen darin, Deviation, also Abweichung, Atmosphäre, Beauty,
Man sucht nach Tangibility. Der Pavillon von Australien hat sich in Bezug zu Free Space am Thema Repair, also reparieren, wiederherstellen, pflegen, wieder zusammenflicken, orientiert. Und was sie gemacht haben, sind 10.000 Pflanzen in den Pavillon gebracht. Finnland, zum Thema Free Space, Mind Building. Ja? Es geht um Bibliotheken, es geht um öffentliche Bibliotheken. Sie sagen, we celebrate public libraries as constantly rejuvenating hubs of social vitality and their role as public investments in a free and democratic society. Frankreich hat einen Pavillon gestaltet zum Thema Free Space mit dem spezifischen Aspekt, können Plätze unendlich sein, infinite places, constructing buildings or places. Das heißt, sie springen oder sie übersetzen zwischen oder machen durchlässig die verschiedenen Skalen von einem Gebäude und einem Platz und einem Ort. Der deutsche Pavillon nimmt sich das Thema der Wand an. Unbuilding Walls. Ja? Thema der Biennale ist Free Space, Umsetzung, Unbuilding Walls.